Hallo und herzlich willkommen bei Unbox Vision. Mein Name ist Murat. Ich befinde mich gerade hier in New York. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich vor mir das iPhone 8 Plus in Rot mit 64 GB Speicherplatz. Ich war schon ziemlich fleißig heute Morgen bzw. heute Nacht. War schon seit halb vier vorm Apple Store und habe mir das gute Stück ergattert. Und das Lustige daran ist, ich war die Nummer 1 in ganz New York City und schon cool. Und ja, wir packen das mal gemeinsam aus. Wir haben hier hinten so eine Lasche. So, das einmal zur Seite. So, jetzt öffne ich die Verpackung. Sehen wir, designed by Apple in California. Und dann haben wir hier in Rot das Product Red Logo. Und ja, kurzer Hinweis, dass das ganze Geld quasi an die AIDS-Kranken geht. Und ja, SIM-Inject-Tool. Und was ich etwas schade finde, warum die Apple-Sticker nicht in Rot sind, aber gut, macht nichts. Packen wir zur Seite und hier ist das gute Stück. Okay, erstmal zur Seite legen. So. Hier im Inhalt haben wir einen Netzstecker, einen US-Netzstecker. Interessiert uns eigentlich eher weniger. Dann haben wir die ganz normalen Kopfhörer. Hinten dran der 3,5 mm Klinkenanschlussadapter. Und ein Lightning-Kabel. Das war's auch schon. Kommen wir zum Smartphone. Ich ziehe die Folie ab. Und das sieht echt mega gut aus. Wow. Wir haben diesmal eine schwarze Frontseite und hinten haben wir ein knalliges Rot. Mein Gott, sieht das geil aus. Hier haben wir nochmal unten das Product Red Logo und wie ihr schon seht, es sieht verdammt gut aus. So muss ein Rot sein. An den Seiten haben wir Aluminium, hinten dran wie gesagt Glas für Wireless Charging. Und ja, so, das Gerät ist eingeschaltet und ja, ich muss sagen, Ersteindruck von der Farbe super, denn zum Gerät gibt es nichts viel zu erzählen, denn die Farbe hat sich nur geändert und ja, ich freue mich richtig drauf und ja, das war es auch schon von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ein Like-Button. Falls nicht, dann ein Dislike. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.